Kaum jemand kennt die über 200 Gemälde der Speck von Sternburg-Sammlung so gut wie Rüdiger Beck. Auch der italienische Seehafen von Claude Joseph Vernet aus der Mitte des 18. Jahrhunderts ist von ihm umfangreich restauriert worden, sodass das Bild nach über 70 Jahren endlich wieder der Öffentlichkeit gezeigt werden kann. Ein Kunstwerk, das für Beck auch ein Stück Lebensgefühl des Sammlers Maximilian Speck von Sternburg widerspiegelt. So ein bisschen so eine heile Weltlandschaft und zeugt von Weite mit Schiffen und Reisen, was ja Speck von Sternburg auch liebt. Er war ja auch ständig unterwegs und hat überall, ist er seinen Geschäften nachgegangen. Und das hat ihn natürlich auch interessiert, dieses Drängen nach draußen, die Freiheit. Und das ist bei Vernet in einer barocken Komposition hier sehr schön angelegt. Maximilian Speck von Sternburg war ein Aufsteiger, wurde im Laufe seines Lebens ein überaus erfolgreicher Handelsherr und hochgebildeter, bedeutender Kunstsammler. 1776 als Sohn eines Gastwirtes im Sächsischen geboren, wächst Maximilian in ärmlichen Verhältnissen auf. Bis zu seinem 14. Lebensjahr hatte er überhaupt gar keine Schule besuchen können. In der damaligen Zeit, vor 200 Jahren, war es ja noch so, dass der Vater und die Mutter sagten, die Jungs müssen arbeiten in der Gastwirtschaft und brauchen nicht zur Schule zu gehen. Entdeckt hat ihn dann mit 14 Jahren ein Pfarrer und der hat ihn gefördert, dass er in eine, ich glaube, es war eine Seidenbauwollhandlung in Leipzig eine Lehre machen konnte. Und schon als 20-Jähriger konnte er fließend Französisch sprechen, fließend Englisch sprechen und ist dann in Europa wirklich rumgereist. Durch seine Tuch- und Wollgeschäfte reich geworden, erwirbt Maximilian Speck 1815 in Leipzig ein Stadthaus, in dem er wohnt, sein Handelskontor hat und seine ersten erworbenen Bilder hängt. Der Speckshof, später vielfach als Handels- und Messehaus umgebaut, ist immer noch ein Treffpunkt in der sächsischen Metropole Leipzig. Bis heute ist die Lebensgeschichte des Kaufmanns eng mit der Stadt verbunden. Er repräsentiert dieses unglaublich internationale und sehr weltgewandte Bürgertum und die Kaufmannschaft dieser Stadt, die Leipzig groß gemacht hat. Also der Maximilian, der gehört zu dieser Stadt, sag ich mal, wie so ein Deckel auf den Topf. Maximilian Speck reist jahrelang durch viele Länder Europas und beginnt als Wollhändler eine eigene Schafzucht. Die von Napoleon befohlene Kontinentalsperre bedroht die Tuchindustrie, und der clevere Kaufmann Speck nutzt die Stunde. 1822 kauft er Schloss und Ländereien im vor den Toren Leipzigs gelegenen Dörfchen Lütschena. Speck baut hier einen musterhaften Gutsbetrieb auf, dessen Mittelpunkt bald seine bedeutende Schafs- und Rinderzucht bildet. Im von ihm liebevoll angelegten Schlosspark findet der Besucher eine Büste des Zaren Alexander I. Zweimal trafen der Monarch und der Kaufmann zusammen, wie Maximilians Reisetagebücher belegen. Für die Unterstützung des Aufbaus einer russischen Schafzucht verleiht Alexander ihm einen Adelstitel. Ritter von Speck darf sich der Gastwirtssohn nun nennen. Bayerns König Ludwig I. verleiht dem inzwischen 53-jährigen Kaufmann 1829 den Freiherrentitel. Seine Ideen um den Aufbau der Schafzucht begeistert in Bayern die Münchner Staatsregierung. Schon seit geraumer Zeit ist Maximilian auch Pächter der bayerischen Staatsgüter St. Veit und Fürstenried. Monarch und Kaufmann verbindet eine große Sammler- und Kunstleidenschaft. Im Treppenhaus und in den Sälen des Schlosses hängen bis Ende des Zweiten Weltkrieges die schließlich über 200 Gemälde und zahllose Grafiken und Kunstdrucke, die der Hausherr auf seinen Reisen durch ganz Europa erworben hat. Maximilian bestimmt, dass die Tore des Schlosses an festgelegten Tagen für ein kunstinteressiertes Publikum geöffnet werden.
Im 2004 neu erbauten Leipziger Museum der Bildenden Künste finden die Bilder nach längerer Irrfahrt ihre neue Heimat. Diese Sammlung alter Meister bildet den Grundpfeiler des Hauses. Dazu kommen noch über 700 Zeichnungen und Grafiken. Wolf Dietrich Speck von Sternburg verwaltet in sechster Generation das Kunsterbe seines Ururgroßvaters und arbeitet dabei ganz eng mit Stefan Weppelmann, dem Direktor des Hauses, zusammen. Diese außergewöhnliche Sammlung, ein Glücksfall für das Museum. Es geht um das bürgerschaftliche Sammeln zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Maximilian Speck von Sternburg ist es gelungen, eine sehr qualitätvolle Sammlung europäischer Malerei, europäischer Kunstgeschichte seiner Zeit, aber auch mit Werken des 15. Jahrhunderts versehen, zusammenzutragen. Und letztlich ist sie so ein Gründungsmoment für dieses Museum, für dieses städtische Sammeln, das viele andere Mäzene nach sich gezogen hat. Dank der späteren Stiftung Speck von Sternburg kann das Museum heute sagen, dass es zu den wichtigsten Altmeistersammlungen in Deutschland gehört. Daneben finden sich in der Sammlung aber auch zeitgenössische Werke, zum Beispiel von Caspar David Friedrich, dem bedeutendsten Maler der deutschen Frühromantik. Speck von Sternburg fördert Caspar David Friedrich und andere Maler seiner Zeit. So vergibt er Aufträge an sie. Friedrichs Seestück bei Mondschein zählt zu den bedeutendsten Bildern der Sammlung. Eine ganz andere Stimmung ist der Friedhof im Schnee. Die Lebensreise, die letztlich auch bei dem Nachtsegler anklingt, die kommt hier zum Ende. Insgesamt ein Bild, das natürlich mit der Vergänglichkeit des menschlichen Lebens vom Thema her spielt, gleichzeitig aber auch erneut den Blick öffnet auf ein Jenseits. Der Sammler Speck von Sternburg trug die Gemälde wie dieses Triptychon des Johann von Stommeln aus der Mitte des 15. Jahrhunderts zwischen 1807 und 1832 zusammen. Sein wachsender Sammlerruhm eröffnete ihm eine rege Korrespondenz mit vielen Größen aus Adel, Kunstwissenschaft und Literatur. Auch Goethe zählte zu den Bewunderern der über Jahre zusammengetragenen Kunstwerke Maximilians. Eine weitere großartige Darstellung in unserer Sammlung von Speck von Sternburg ist diese Predellentafel von Peter Paul Rubens. Eine Predella sind die erzählenden Szenen unterhalb großer Altarbilder. Und dieses Gemälde hier wurde gemalt für einen riesigen Altar, den es heute auch noch gibt, in der Antwerpener Walpurgiskirche. Und in der Tat ist hier eine Szene aus dem Leben der heiligen Walburga dargestellt. Das ist so eine Nonne, die von England überfährt als Missionarin und kommt natürlich hier in einen Seesturm und kann die Wellen durch ihr Gebet bändigen. Dieses Bild datiert 1610 oder 11 und entsteht, als Rubens gerade aus Italien zurückgekommen ist. Und deswegen ist auch so deutlich, dass ihn was er aus Italien mitbringt, hier interessiert, nämlich die Antike. Das sind alles antike Statuen, die hier wie zu Leben erwacht, vom Blut durchpulst, auf diesem Boot agieren. Rubens, der größte Maler des europäischen Barock. Der Kopf eines alten Mannes von Jan Liefens, hier rechts im Bild, ist das Werk eines Künstlers, der gemeinsam mit Rembrandt eine Malerwerkstatt betrieb. Neben Liefens schmücken auch Werke von Pieter de Hoogh und van der Elst die Sammlung. Ebenso ist dieser Gerrit von Honthorst Teil des Sternburgschen Bilderschatzes der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts. 91 Gemälde dieses Genres bilden den Grundstock des niederländischen Gemäldebestandes des Museums. Gerrit van Honthorst studierte zu Beginn des 17. Jahrhunderts in Rom, hier besonders die Werke Caravaggios, dessen Hell-Dunkel-Spiel Honthorst adaptierte. Hell und dunkel spielt auch bei Ferdinand Bohl eine große Rolle.
Der Rembrandt-Schüler galt zu seinen Lebzeiten Mitte des 17. Jahrhunderts als einer der bedeutendsten Künstler Amsterdams. Ja, das Besondere an den Gemälden aus dem Rembrandt-Umkreis ist vor allem der Einsatz der Farbe Schwarz. Es sind ja alles immer sehr auf den ersten Blick dunkle Bilder, die gar nicht so viel Licht brauchen. Und weil so viel Schwarz im Bild ist, scheint der Körper auch in dieses Schwarz einzutauchen, das Gesicht eingefasst zwischen dem dunklen Hut und dieser Robe. Und dann wird aber mit sehr, sehr klugem Gefühl ein sehr heller Farbton, dieses Cremeweiß, eingesetzt, das sich an den umgeschlagenen Ärmeln abzeichnet und das sich natürlich an diesem Kragen und an den Kordeln, die sein Hemd zusammenhalten, findet und die diesem Schwarz letztlich Sinn verleihen. Rembrandt-Schüler Gerrit van Honthorst, Peter Paul Rubens, Caspar David Friedrich. Die Sammlung Speck von Sternburgs war damals eine der größten und bedeutendsten im deutschsprachigen Raum. Während andere private Bildersammlungen durch Vererbung oder Verkauf zerfielen, hat der Leipziger Kunstkenner hier im Schloss Lützschena seine Sammlung durch ein spezielles Testament gesichert. Ja, das war damals in so einer Familie wie in meiner, diese Majoratsbildung. Mein Urgroßvater hatte ein Testament, ein sehr vernünftiges Testament gemacht, hat ein Majorat aus diesen ganzen Kunstwerken gemacht. Und damit hieß das immer, der Älteste in der Familie ist der Erbe. Ich bin in sechster Generation. Und dadurch ist die Sammlung bis 1945 erhalten geblieben. Die Majorate wurden in den 20er Jahren ja bereits gesetzlich aufgelöst. Aber meine Familie hat das bis 1945 zusammengehalten. Und das ist auch der Grund, dass eigentlich unsere Sammlung in Leipzig eine der ganz wenigen ist, die komplett so erhalten geblieben ist. Hier im Schloss überstand die Sammlung die beiden Weltkriege nahezu unversehrt. Auch die Besatzung erst der Amerikaner, dann der Russen verlief ohne große Probleme. Und nach ein paar Wochen, als die Amerikaner abzogen, kamen die Russen und ein russischer Kommandant kam ins Schloss mit seinen Soldaten und sagt, was hängen hier für wunderbare Bilder. Und da hat eben die eine alte Tante von mir, die ich nach dem Krieg noch kennengelernt habe, gesagt, das sind ja alles keine Originale, das sind Kopien, die Originale hängen alle in Museen. Und der Kommandant, ob er es nun geglaubt hat oder nicht, der hat das akzeptiert. Und dann hat sich eben ein Professor Jahn, war damals Museumsdirektor in Leipzig, der die Sammlung selbstverständlich kannte, hat er dann dafür gesorgt mit den alten Tanten, dass die Sammlung in Depots nach Leipzig gebracht wurde. Eins der wichtigsten Gemälde, der Rocher van der Weyden, eins der wertvollsten, was wir hatten, packte der Professor Jahn selbst in eine Decke ein und ist mit der Straßenbahn nach Leipzig gefahren. Also das sind heute Geschichten, die man kaum glauben kann. Erst mit der Enteignung durch die Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone im Herbst 1945 ändert sich alles für die Familie von Sternburg. Sie verliert die Kunstsammlung, das Schloss, Grund und Boden, den englischen Landschaftspark und die familieneigene Brauerei. Bis nach der Wende 1989-90 glaubt die Familie, alles verloren zu haben. Das hängt von Gesetzgebungen ab. 1992 war die Gesetzgebung, dass nichts zurückgegeben wird an Altbesitzer. 1994 kam eine Ausbesserung und da habe ich die Kunstschätze als bewegliches Gut zurückbekommen. Alles andere blieb verloren. Verwandte der Familie von Sternburg kauften das Schloss zurück. Wolf Dietrich Speck von Sternburg den Park. Zum einen, um wie sein Urgroßvater die 19 Hektar große Anlage wieder aufzubauen und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Zum anderen, weil dieser englische Landschaftspark voller Erinnerungen steckt. Grabkapellen der Vorfahren finden sich hier ebenso wie Andenken an enge Freundschaften des großen Kunstsammlers. Das Komponisten-Ehepaar Clara und Robert Schumann durchwanderte den Park auf dem Weg zur Gemäldegalerie viele Male. Um die Kunstsammlung zusammenhalten zu können, in der sich auch Werke von Lukas Cranach dem Älteren befinden, war nach der Wende eine neue Lösung notwendig. Die Familie beschloss, eine Stiftung zu gründen, was allerdings Stiftungskapital erforderte. Dazu mussten zwei wertvolle Bilder verkauft werden. Man trennte sich vom linken Flügel des Katharinenaltars, der heute hier im Zwinger in Dresden zu sehen ist. Dieser Altar von Lukas Cranach dem Älteren, der 1506 entstanden ist,
hatte eine wechselvolle Geschichte hinter sich, bis er als Leihgabe der Familie von Sternburg an die Gemäldegalerie Alter Meister in Dresden ausgeliehen wurde. Hier sollte das wertvolle Kunstwerk verbleiben. Ein Ankauf durch Mittel der Bundesrepublik Deutschland, der Kulturstiftung der Länder und des Freistaates Sachsen machten dies möglich. Der zweite Verkauf, vielleicht das Herzstück der Sammlung. Es handelt sich um Rogier van der Weydens Heimsuchung, vermutlich um das Jahr 1435 entstanden. Natürlich habe ich ihn schweren Herzens verkauft, aber ich musste ihn verkaufen. Wenn Sie eine Stiftung gründen, brauchen Sie ein Stiftungskapital. Aber wir haben diesen Rogier van der Weyden mit Land Sachsen und der Stadt Leipzig so verkauft, dass ich ihn angeboten habe für die Hälfte des Wertes mit der Auflage, dass das Gemälde immer in der Stiftung bleiben muss und auch von der Stadt Leipzig, die jetzt Eigentümer ist dieses Gemäldes, darf es auch nicht verkauft werden. Sich von dem van der Weyden zu trennen, war eine schwere Entscheidung, denn dieses kleinformatige Werk ist eine kunsthistorische Besonderheit. Dieses ist eines der absolut bedeutendsten Gemälde der altniederländischen Malerei. Man darf sagen, eines der bedeutendsten Gemälde der europäischen Kunstgeschichte schlechthin. Warum das? Es handelt sich um ein originales Meisterwerk von Rogier van der Weyden. Er ist der berühmteste Nachfolger Jan van Eycks und einer der Begründer der modernen Malerei, so wie wir sie kennen. Hier in der Galerie des Leipziger Museums der Bildenden Künste sind nur etwa 60 Werke der Sternburg-Sammlung ständig zu sehen. Der größere Teil der Sammlung befindet sich in den Depots des Museums. Hier geht Rüdiger Beck auf Spurensuche. Der Chefrestaurator arbeitet seit über 35 Jahren hier und kennt die Sammlung gut. Er zeigt uns, welche Schätze hier noch verborgen sind. Ja, hier ist ein Speck von Sternburg, ein Miris, ein sehr schöner. Hing auch, als wir noch ein bisschen mehr Platz hatten, auch in der Galerie. Auch durfte ich vor Jahren restaurieren, ein Van Deelen, ein wunderschönes Kircheninterieur. Hängt auch im Depot. Oder hier. Ein sehr schöner Venix oder ein Steenweig, den wir auch vor Jahren restaurieren durften. Ein schönes, großes Kircheninterieur, eigentlich mit das Größte, was er gemalt hat. Denn von ihm gibt es nämlich gar nicht mehr so viel auf der Welt. Und hier oben haben wir einen Hornthorst. Ja, also ich könnte jetzt wirklich eine Wand nach der anderen aufschieben und es hängen überall Gemälde aus der Speck von Sternburg Stiftung. Aber was sagt es über die Qualität der Bilder aus, wenn so viele, etwa 140, im Depot hängen? Sind sie von schlechterer Qualität oder kunstgeschichtlich nicht so relevant? Nein, die sind nicht schlechter. Das ist halt, wir haben wenig Platz und dann wird neu gehängt und dann gibt es einen neuen Kontext. Das stellen die Kuratoren so zusammen und dann sucht er sich zu dem Thema. Ein Kircheninterieur passt ja nun nicht zu allen. Sucht er sich ein Thema oder eine Künstlergruppe oder eine Zeit, was er sagen möchte und hängt die dann oben an die Wände. Und ja. Hier hängt genauso gute Qualität wie in der Galerie oben. Hier oben findet sich eine außergewöhnliche Künstlerin. Rachel Reusch ist eine der ganz wenigen Malerinnen Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts. Eine Künstlerin, die sich auf Blumengemälde spezialisiert hat, die voll von der Lebendigkeit der Farbe und dem zarten Zusammenspiel von Licht und Dunkelheit sind, wie wir es von der holländischen Malerei des goldenen Zeitalters erwarten. Ihr Vater war Botaniker und in ihren Stillleben scheinen detailgetreue Insekten zum Leben erweckt. Aber Maximilian Speck von Sternburg hat nicht nur Gemälde gesammelt, sondern auch Zeichnungen, Drucke und Stiche, wie diesen von Marc Antonio Raimondi aus dem 15. 16. Jahrhundert oder diese kolorierte Handzeichnung von Jakob Philipp Hackert aus den 1770er Jahren. Auch diese Schätze befinden sich im Museum der Bildenden Künste. Im Lesesaal der Bibliothek stammen auch die Möbel und Bücher aus dem Schloss in Lützschena. Hier befinden sich Dokumente, die die große Kennerschaft Maximilians anschaulich machen. Es ist deswegen ein bedeutendes Blatt, weil es sehr früh datiert, also etwa um 1410 ist das angefertigt worden. Und
eine Szene, die sehr stark rezipiert wurde, etwa im Van Eyck-Umkreis und auch anderswo. Und dass Maximilian Speck von Sternburg an eine solche Zeichnung herangekommen ist, zeigt, wie genau, wie klug er hingeschaut hat, tatsächlich solche Schätze anzusammeln. Das war eigentlich nur den Fürsten und Potentaten seiner Zeit vorbehalten. Das gelang dem Kunstsammler nur mit Hilfe von Agenten, die er in ganz Europa unterhielt und die ihm wertvolle Bücher und Kunstwerke zuspielten. Wenige hundert Meter weiter liegt das Grassi-Museum für Völkerkunde. Nicht nur Maximilian Speck von Sternburg war ein großer Kunstfreund und Sammler, sondern auch sein Enkel Hermann von Sternburg. Hermann wird Gesandter in China und kaiserlicher Botschafter in Washington. Mit dem damaligen amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt verbindet ihn eine enge Freundschaft. Sogar die Zeitung Die Woche in Berlin berichtet 1904 darüber, dass sich die beiden Specky und Teddy nennen. Die 6 Jahre vor der Botschaftstätigkeit in Washington verbringt Hermann als Militärattaché in China. Hier beginnt er, religiöse, überwiegend tibetisch-buddhistische Kultgegenstände zu sammeln. Noch zu Lebzeiten überlässt Hermann von Sternburg dem Grassi-Museum wesentliche Teile der Sammlung, oft einzigartige Stücke. Wertvoll auch dieser Tank-Kar. Es ist ein sogenanntes Rollbild, das aufgehängt Aspekte der buddhistischen Lehre darstellen soll. Dieser Tanka ist so alt, dass er nur liegend ausgestellt wird. Wir treffen Museumsdirektorin Leontine Meyer van Mensch in der Restaurationswerkstatt bei Uwe Grunwald, der gerade Buddha-Statuen aus der Sternburg-Sammlung aufarbeitet. Bei Kunstwerken aus der Zeit, zu der Hermann von Sternburg sammelte, sind Provenienzforscher gefragt, um auszuschließen, dass es sich eventuell um Raubkunst handelt. Diese Objekte sind vor dem Boxeraufstand gesammelt worden, was ein Indiz ist, dass das nicht in einem direkten kolonialen Kontext zu platzieren ist. Aber selber bin ich erstmal historisch erleichtert, dass das vor dem Boxeraufstand gesammelt worden ist. Die Sammlung Sternburgs hier im Grassi-Museum umfasst etwa 500 Exponate. Es handelt sich ausschließlich um Geschenke und Ankäufe. Ich würde sagen, es ist einer der Pfeiler und Fundamente für unser Haus. Und ethnologisch, aber auch kulturhistorisch, religionshistorisch ist diese Sammlung tatsächlich einzigartig. Die Verbindung der Familie von Sternburg mit der Stadt Leipzig ist bis in die Gegenwart zu spüren. Eine Ausstellung im Stadtgeschichtlichen Museum im Juni 2021 zeichnet die wichtigsten historischen Ereignisse der Stadt nach. Auch hier fehlt Maximilian Speck von Sternburg natürlich nicht. Oberbürgermeister Burkhard Jung besucht die Ausstellung auch, um sich das Familienporträt des Handelsherrn und Kunstsammlers anzuschauen. Denn dieses Gemälde Friedrich Matthäus ist ein Geschenk von Eberhard von Sternburg an die Stadt und verbleibt nach der Ausstellung im Alten Rathaus, gehört also nicht zur Kunstsammlung Maximilians. Ja, die Kunstsammlung hat eine enorme Bedeutung. Und wir sind wirklich sehr, sehr dankbar, dass Wolf Dietrich und seine Tante Ilse es in der geschafft haben, diese Stiftung zu gründen und diese Privatsammlung so einzusetzen, dass sie öffentlich zugänglich wird, dass die Menschen etwas davon sehen, dass sie nicht in irgendwelchen privaten Räumen verschwindet, sondern sie wirklich öffentlich der Stadt Leipzig, ja, im Prinzip mit Anführungsstrichen gehört. Und wir sind dafür sehr, sehr dankbar. Hinter dem Mendebrunnen steht heute das Gewandhaus. Das war aber bis 1943 der Ort, an dem das alte Museum der bildenden Künste bis zu seiner Zerstörung stand.
Nur durch das bürgerschaftliche Engagement von Kunstsammlern und Handelsherren wie Maximilian Speck von Sternburg, Fritz von Haark oder Adolf Heinrich Schletter und anderen war es möglich, die Sammlung dieses Museums aufzubauen. Um an die alten und neuen Förderer des Museums zu erinnern, hat die Maximilian Speck von Sternburg Stiftung dieses 20 Quadratmeter große Mosaik bei Stefan Huber in Auftrag gegeben. Es wirkt wie eine Schwarz-Weiß-Fotografie, besteht aber aus tausenden Mosaiksteinen in 20 Graustufen, die wie eine malerische Oberfläche wirken. Nur das Zusammenspiel von Stiftern, Architekten, Künstlern wie Maximilian Speck von Sternburg, Leo von Klenze und Caspar David Friedrich hat dieses Museum möglich gemacht.